Was ist ein Okemi für ein Geschöpf? Oh, es ist prächtig. Ein gefiedertes, geflügeltes, schlangenähnliches Wesen, das je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen kann. Seine Eier bestehen aus reinem Silber und sind daher sehr begehrt. Soeben hat gerade mal wieder meine unanständige Fantasie. Okay, also ist gut, ne? Schrumpfen und wachsen je nach Bedarf, ne? Weiß Bescheid, okay. Klingt gar nicht so leicht, ein Okemi in den Bergen zu finden. In der Tat, nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit 7 silbernen Okemi-Eiern. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden, was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Trankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, unglaublich. In dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf dass die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Erzähl das den Veganern. Ich finde auch, Tierwesen können mein Leben nur verbessern. Also zum Beispiel wegen Rindersteak und Hühnereiern und all das. Das sind alles wunderbare Tierwesenprodukte, die mein Leben verbessern und Bombarda gut machen. Warum fliegt das nicht auseinander? Hohoho. Ich mache hier alles kaputt und sie sagt Bravo. Okay. Ich habe da hinten noch gesehen, da sind noch Kürbisse. Hier, da. Da, guck mal. Ist das Poppy? Nö. Ich habe hier eben irgendwo Poppy rumstehen sehen. Gut. Apropos, da haben wir nämlich auch, glaube ich, einen Auftrag. Wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke jetzt mal in mein Auftragsbuch hinein. Ah, erstmal hier Ausrüstung nochmal gucken. Handbekleidung, irgendwas gefunden. Kunstvolle eben, holzfarbene Handschuhe. So, dann haben wir hier noch was Wertloses. Ja, wertlos. Okay, alles klar. Inventar. Was haben wir jetzt hier? Ach, ein Demigeistmond. Hatten wir ja noch überhaupt nicht, ne? So, ich reg mich gar nicht auf. Das Spiel hat manchmal komische Verhaltensweisen. Feuer und Sünde. Poppy wartet im, ja, wie der Besen fliegt. Ich verstehe es nicht. Schatten der Entdeckung, Sebastian. Ja. Konkurrenz. Nee. Das Ende eines Fluchs. Würde mich interessieren. Das hier auch. Weißt du was? Wir gehen mal im Schatten der Entdeckung nach. Dafür gehen wir auf die Karte. Irgendwas ist hier ganz komisch. Ich klick mal hier. Und dann. Ich würde sagen, guck mal da. Unterricht, Verteidigungsraum. Was? Ja, also ich habe noch einen Kaffee. Also erstmal trinke ich jetzt den Tee hier. Dann noch den Kaffee. Und dann mache ich für heute Feierabend. Ob schon 2024 ist, wenn ihr das hier seht. Ich rede einen Quatsch. Ich rede nur noch Kauderwelsch von mich hin. Ich hoffe mal. Ja, so. Ladebildschirm des Todes mal wieder. Wirklich, ich frage mich im Endeffekt, was da so viel geladen wird. So, also, so viel Content ist das doch gar nicht und es ist auch gar nicht so kompliziert, das Spiel. Also,
Wenn ich andere Spiele mit gleicher Grafikqualität sehe und gleicher Komplexität, durchaus, und ich sehe, wie unglaublich schnell die laden, dann frage ich mich, was hier im Hintergrund jetzt gerade passiert. Portkey Games, betreibt ihr vielleicht während der Ladebildschirme Crypto-Mining auf meinem Rechner oder was? Das würde mich gar nicht wundern. Guck mal, das sind Augen. Augi. Ich mach mal kurz den hier. Ah ja, ich hab's gewusst, dass da unten... Warte mal. Eine Sache ist einfach jetzt nötig. Ich muss einmal mit Bombarda dieses Skelett zerstören. Bombarda! Ich glaube, diesmal habe ich es endgültig zerstört. Warte mal. Kann ich mit Reparo... Reparo! Ich habe es pulverisiert und wiederhergestellt. Ich bin solch ein... So ein Held, so ein Zaubermonster. Krypta betreten. Ja, das machen wir doch gerne. Ach so. Schöner Mechanismus, gefällt mir. So, okay. Irgendwo hier. Sebastian. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Und du glaubst nicht, was ich gelernt habe. Du hast mir damals diesen komischen Pipifax-Spruch beigebracht und ich kann jetzt Bombarda, Digga. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Mhm. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperius-Fluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Oh, Crucio ist so geil. Was ich bereue, ist, Crucio benutzt zu haben. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Und Crucio macht einfach tierisch Spaß, Kollege. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nicht. Der Ominous ist mir sowieso ominös irgendwie. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Nee, da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und so. Mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Sprich mit Ominous, nachdem er mit Sebastian gesprochen hat. Oh, das wird schön. Ich werde nicht aufgeben. Ich finde den so daneben. Moin. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Was? Was ist mit Sebastians Eltern passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte,
meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Und man hat wieder mal gemerkt, der Part eben, wo er ruhig gesprochen hatte, wurde in einer völlig anderen Aufnahmesitzung aufgenommen, also in einer völlig anderen Voice-Acting-Session. Die Umgebung war anders, das Raumverhalten war völlig anders. Ich finde das so peinlich, dass die Leute das mit dem Voice-Acting irgendwie, also mit den Aufnahmen nicht richtig hinkriegen bei vielen, vielen Spielen. Und Hogwarts ist wirklich ein schlimmes Beispiel, würde ich sagen. Mag irgendwie wie Korinthenkackerei sich anhören, aber dann kacke ich gerne Korinthen. So, Zauberbuch gibt es ein bisschen Hoffnung. Ach ja, es gibt Hoffnung. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Wovon träumst du nach, Kollege? Ich würde mich freuen. Ja, ich würde mich auch freuen. Bombarda! Sebastian, siehst du, was ich von deinem... Ominous, siehst du, was ich von deiner Vorsicht halte? Hör mal auf, hier. Ach, Gott, viel Spaß! So, Mädel, Leute. So, jeder, der hier zuschaut, weiß jetzt, dass es keine gute Idee ist, mir Zauberkraft zu geben. So, Turm der dunklen Künste. Ich will das verlassen. Hau rein, Digga. Gut, super. Ja, gleich noch den Kaffee eingießen. Was stehst du hier rum? Hast du etwa gelauscht? So. Jetzt, nächster halt Deke. Jawohl, nächster halt Deke. Und das ist im Raum der Dümmste. Genau, da. Halt hinreisen natürlich. So, oh, schon wieder 33 Minuten aufgenommen. Digga Schwede. Nö, es wird eine vollwertige Aufnahmesitzung, ist klar. Aber ich wollte heute eigentlich, also jetzt nachdem so viele Questen gekommen sind, habe ich eigentlich gedacht, so irgendwie, ich mache jetzt auch so eine Rekordsitzung wie neulich, 9,5 Stunden in Minecraft. Aber irgendwie, nö. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie Zeit haben. Ich spreche mit Deke gerne, wenn ich Zeit habe. Hallo Deke, du wolltest mich sprechen. Hallo Deke, du wolltest mich sprechen? Sag ich doch. In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Mädel, auf jeden Fall. Das würde mir sehr gefallen. Ach so, kann ich Sie nicht bloß retten? Das mache ich mal. Ich weiß nicht, Deke. Das klingt nach viel Arbeit. Kann ich die Tierwesen nicht einfach weiterhin retten? Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, ja, da sie stark gefährdet sind. Ich liebe es sind Testrale. Edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Aha. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deke. Da war eben schon wieder so ein Sprung im Voice-Acting, ne? So, zuerst total powerful, ne? Und man hörte auch, es war schon wieder irgendwie eine andere Umgebung. Und dann auf einmal... macht mich rasend. Interagieren will ich nicht. Nö, weißt du, wir machen mal ein bisschen Hausarbeit. Maxima-Trank können wir wahrscheinlich sogar sammeln. Nö, kann ich nicht. Dann würde ich sagen, wir machen hier tatsächlich mal Mega-Power-Trank drin. So. Gib mir mal Dünger, Digga. Habe ich was zum Identifizieren am Start?
Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren habe. Okay. Alles klar. Pflanzen habe ich nicht verbraucht, aber die Pflanze hier drüben, die könnte man mal einfach nur so aus Spaß an der Freude und dann mal den Dünger drauf. Was hast du gesagt, Dick? Ich kann dich nicht hören. Ich habe jetzt keine Lust, mich um Tierwesen zu kümmern. Entschuldigung, aber so. Rette ein Testralmännchen. Kaufe Zauberanweisungen für ein Zuchtgehege. So, ich schaue mal auf die Karte. Er sagte Testrale in der Gegend. Also rund ums Schloss. Zeig mal die Weltkarte. Ja, natürlich, in der Gegend ums Schloss. Ich hab's geahnt. Wisst ihr hier, Sumpf an der Nordfurz? Da sind nämlich die ganzen Testrale. Da haben wir das erste Mal Testrale gesehen. Und ich dachte eigentlich, da müssten wir sie auch holen. Was ist das hier eigentlich? Ach so, Feuer und Sünde mit Poppy. Okay, alles klar. Ich reise mal hier hin. Ich weiß allerdings, wenn wir da aus dem Haus rauskommen, kriegen wir gleich Ärger mit Sumpfkratlern. Die machen wir erstmal, würde ich sagen, großflächig platt. Da oben ist auch noch eine Arena. Wir haben gleich eine Grenze zu einer Pause. Da könnte ich eine Pause machen. Vielleicht noch vor den Testralen. Also bevor ich die Testrale fange. Ja, und dann sehen wir mal, was passiert. Ja, dann können wir bald Tierwesen züchten. Vermehren. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Finde ich auch. Es ist schön, mich zu sehen. Ja, es ist schön, mich zu sehen. So. Dann lass mich doch mal sehen, wem wir hier zuerst unseren Bombarder an den Kopf werfen können. Duellleistung. Beende den Kampf zügig. Wogegen denn? Ich habe doch gar keinen Kampf am Start. Ja, das war dann mal diese Herausforderung. Hier hinten waren immer Sumpfkrattler. Da, guck mal. Sumpfkratti, komm mal her. Bombarder. Was? Warum kann ich den nicht platt machen? Ich glaube, Sumpfkratler sind nicht unbedingt mehr ein Gegner für uns. Ist hier noch einer? Hier saßen immer zwei im Gebüsch. Das weiß ich noch. Oh, So. Jetzt holen wir uns noch deren Schlabberchen. Und ist mir noch eben noch einer umgefallen. Wo ist das Schlabberchen von dem umgefallenen Sumpfkratler? Ist mir egal jetzt. Ich hol mir jetzt Testrale. Da ist wieder noch ein roter Fleck. Der muss weg. Och, ein dunkler Straßenfilter. Pulverisiert, Alter. So. Tja, so kannst du mal kommen. Ne? Da weint die Welt. Der Hund nicht mehr bellt. Er wurde gefällt von mir. Oh, wir wollen euch zurückholen, was euch gehört. Mach mal die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört, Digga. Bombarder! Ja! Ja. Siehst du jetzt, was dir gehört, Digga? Guck mal. Ich glaube. Ich glaube, Anhänger sind dann jetzt auch irgendwie ein bisschen underpowered. Ach, war das schön. Das sind Testrale. Schön. So, ja, wenn ich jetzt wüsste, ob ich ohne Punkt und Komma geredet habe. Wisst ihr was? Ich kann ja mal einen Testral fangen. So. Die werden mit Sicherheit nicht so einfach sein wie irgendwie Kröten, sondern die sind mit Sicherheit ein bisschen herausfordernder. Und ich will sie natürlich alle fangen, nicht nur eins.
Wir brauchen ja auch ein Pärchen. Wingardium Leviosa. So, das war meins. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. 11 von 30. Siehst du, alleine schon deswegen muss ich die alle fangen. Nicht nur, weil ich sie alle haben will. Wingardium Leviosa. Das lässt doch schön sein. Was war das denn? So. Oh, ein bisschen Blutegelsaft kann man ja auch mal nehmen. Multitasking nennt sich das. So. Ja, also. Hä? Das ist ja lustig hier. Sehr lustig. Da kommt doch eins. Da kommt eins an. Versteck mich mal. Guck mal da. So, jetzt. Oh. Wingardium Leviosa. Sehr schön. Pass auf dich auf. Ich bin einfach der beste Tierwesenfänger aller Zeiten. So. Testral im Landeanflug oder was? Na, sehe ich nicht. Hier waren noch mehr eben. Ich will sie alle haben. Ich weiß es nicht. Warte, das lässt sich herausfinden. Welche Geschlechtlichkeiten unsere Testrale jetzt haben. Inventar. Ja, ein Männlein, ein Weiblein. Alles klar. Okay. Da sind aber noch welche. Und liebe Leute, ich mache jetzt eine Pause. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich vielleicht hier noch ein, zwei Testrale abgreife. Oder wir gehen dann zu Dick zurück und erfahren mal, wie wir die multiplizieren können. Also bis dann. Ciao mit T, die Testrale.